Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zur 12-Uhr-Folge. Und das ist vielleicht mit der letzten Folge, es war am Ende ein bisschen kurios, weil ich selbst nicht mehr wusste, welche Folge mache ich jetzt eigentlich und warum und wer. Aber nein, das hier ist die 12-Uhr-Folge. Genau, 9, 12, 15. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in Kakariko angekommen. Hier soll man einige Sachen machen können. Ich bin mal gespannt, was. Und vor allem bin ich gespannt darauf, wie Impa inzwischen aussieht. Ist sie noch kleiner und verschrumpelter? Oder hat ihre Schwester ihr ein bisschen unter die Arme gegriffen? Schauen wir einfach mal. Vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen oben, wenn es euch gefällt. Und viel Spaß! So, hello there! Hello there. Jetzt muss ich kurz gucken. Weil es scheint einige Diskrepanzen zu geben. Hey, wer seid ihr denn? Wo, wer, wann und wie? Oh ja, die schwebende Kranzruine. Hier im Dorf ist das bei weitem interessanteste Forschungsobjekt in meiner Laufbahn. Wer ist denn Tauro und warum ist er so... Warum sieht er aus, wie Link aussehen sollte? Und welche Weise voraus, sich die Bedeutung dieser Ruinen zu erkennen? Und sogleich die Forschungsgruppe zu rufen. Ich bin von ihrer Arbeit zutiefst beeindruckt, liebe Dorfvorsteherin. Ah, das ist Paya. Ach was, ich konnte bloß nicht einfach so ablehnen, als mir meine Vorgängerin ganz plötzlich dieses Amt übertrug. Dorfvorsteherin bin ich mehr oder weniger nur auf dem Papier, denn ich muss noch sehr viel... Huch! Oh, Link! Seid ihr es etwa? Ja. It's me. Welch eine Freude, euch wiederzusehen. Paya. Paya ist ja die Enkeltochter. Wenn ich mich nicht irre. Wie froh ich doch bin, euch und Prinzessin Zelda wohl aufzuwissen, Link. Ja, Prinzessin ist RIP. Oh nein, wie bitte? Prinzessin Zelda soll immer noch verschollen sein? Nein, ihr müsst euch irren. Sie stand vor mir und hat mit mir geredet. Es geschah gleich nach dem Kataklysmus. Prinzessin Zelda kam zu uns nach Kakariko und... Sie befahl allen im Dorf, sie sollte sich von dieser schwebenden Kranzruine fernhalten. Ganz ohne Zweifel, ich bin mir sicher, sie gesehen zu haben. Ich habe immer mehr Ideen, wie das ganze Game ausgeht. Da sie urplötzlich wieder verschwand, konnten wir sie leider nicht nach dem Grund für das Verbot fragen. Wir nahmen an, dass sie das Dorf und seine Bewohner schützen wollte, da die Ruine jederzeit herabstürzen könnte. Ja, genau darüber habe ich mich eben mit Frau Paya hier unterhalten. Das heißt aber alles nicht, dass wir an euren Worten zweifeln würden, Link. Was für eine verwirrende Angelegenheit. Oh, ich bitte um Verzeihung, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Dies ist der hochgeschätzte Herr Tauro von der Sonau-Forschungsgruppe. Ich habe ihn gebeten, die in und um unser Dorf herabgefallenen Kranzruinen zu erforschen. Schließlich sucht ein Wissen über die Sonau-Zivilisation seinesgleichen. Dabei legt er nicht nur ein unglaubliches Forschertalent an den Tag, sondern ist selbst mit der Schrift der Sonau vertraut. Mashallah, der Muskulöse. Diese schwebende Kranzruine, zu der Prinzessin Zelda den Zutritt untersagte, zweifelsohne handelt es sich um ein einzigartiges Objekt, das es nur in Kakariko gibt. In der Umgebung des Dorfes sind mehrere dieser Kranzruinen herabgefallen. Die meisten sind dabei auseinandergebrochen. Und in jeder von ihnen fand man eine beschriebene Steintafel. Bei ersten Entzifferungsversuchen stellte sich heraus, dass die Texte mysteriöse Begriffe wie die Weisen enthalten. Es gibt allerdings noch so vieles, das sich bislang unserem Verständnis entzieht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch in der schwebenden Ruine eine Steintafel gibt, die von Weisen erzählt. Selbstredend würde ich niemals gegen Prinzessin Zeldas Befehl verstoßen und die Ruine auf eigene Faust erkunden. Wenn ich nur noch einmal mit ihr reden könnte, ließe sie sich vielleicht von mir überzeugen. Jedenfalls kann ich deine Berichte über Prinzessin Zelda nur schwer mit unseren Erlebnissen hier in Einklang bringen. Wenn bei ihr alles in Ordnung ist, dann wünsche ich, sie würde wieder mit uns in Kontakt treten.
Sie muss ihre Gründe haben. Doch bis wir Prinzessin Zeldas wahre Beweggründe erfahren, haben wir keine Wahl, als die Ruine nicht zu betreten. Okay. Paya, du bist Erchefe. Du wirst schon wissen, was du machst. Hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Hallo! Das Set will ich haben. Alles. 5000. Hey, ich hatte das aber schon mal. Ich möchte verkaufen. Damit kriege ich auch keine 6000 zusammen. Ich habe das kleine Problem, dass ich, glaube ich, keine Kohle kriege. Jo, was ist denn das, Alter? Was macht das? Werden die Farben aus Leuchtstein angemalter knochenähnlicher Muster auf diesen Anzug sichtbar? Warum ist das hier alles so teuer? Schnell raus. Ich kann mir überhaupt nichts leisten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz das verifizieren. Alles klar. Weil ich war nämlich etwas verwirrt, als ich der Tage ein Bild gesehen hatte. Und da wurde halt irgendwie so das ganze Ding umgedreht, als sei Kakariko gespiegelt. Was natürlich absoluter Quatsch ist. So. Wo ist fucking Impa? Ich lese nicht andere Leute's Tagebücher. Ich gehe nur in ihr Schlafgemach. Und dann mache ich Kacke ins Bett. Mache ich nicht. Oh, guck mal. Eine Statue. Ich könnte mal beten. Schön mit dem Sabberlätzchen um. Nam, nam, nam. Vier Segenslichter. Dann nehme ich einmal Ausdauer. Und dann nehme ich noch einmal Herz, glaube ich. Ich nehme Herzcontainer. Als nächstes nehme ich wieder zweimal Ausdauer, dann wieder einmal Herz. Dann wieder zweimal Ausdauer, dann wieder einmal Herz. Bleibt ja nur. Ah, ein Kunde. Willkommen. Du siehst müde aus. Wie wär's mit einer Mütze Schlaf hier in unserem gemütlichen Gasthaus? Für 10.000 Rubine ein Bett deiner Wahl. Na, wie klingt das? Witziger Spaß. Guck, ob du noch lachst, wenn ich in deine Betten mache. Okay, die Sidequests, die mache ich tatsächlich einfach nebenbei. Ansonsten werde ich noch dämlich. Hi.
Hi. Hallo, willkommen. Normalerweise sorgen mein Mann und Nabis für den Nachschub. Im Moment haben wir den Monstern zu tun, die Kranzruine in den Hügeln im Westen unsicher machen. Okay. Das heißt, sobald ich... hier den Bums... wow. ...geklärt habe... ich hätte schwören können, irgendjemand hat mir gesagt, in Kakariko kann ich mein Paragleiter etc. pp. anpassen. Leute, ich sage euch, man wird hier nur verarscht. Nur verarscht wird man hier. Jetzt bin ich halt eigentlich schon auf halbem Weg zu den Fischköppen, ne? Ich komme nicht drum rum, ich muss mich dahin teleportieren und mein Pferdchen holen. Bum, 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 bum. Was tun, was tun, was tun? Ja, gut, komm. Also, ich port jetzt nochmal ganz kurz zurück. Hol mein Pferd. Wir reiten hier einmal durch. Und. Dann. Oh, eigentlich müsste ich aber auch die Türme erstmal holen, ne? Ich verlaufe mich gerade schon wieder so ein bisschen. Also Imper ist auf jeden Fall nicht da. Okay, cool. Der lässt mich auch da nicht durch. Wait, komme ich denn überhaupt zu den Fischköppen? Nee, komme ich nicht. Es sind schwierige Zeiten. YouTube, es sind schwierige Zeiten. So, pass mal auf. Da ist das. Oh, guck mal. Das Gute ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, endlich mal wieder mir ein paar Kapseln zu holen. Steh auf, Männchen. Okay, sehr gut. Rad, auch gut. Heißluftballon, auch gut. So. Next one. Mit dem Puff erstmal hier voll mache ich den. Sing. Ich habe nämlich schon eine Idee.
vielleicht das ein oder andere. Areal umgehen kann. Wenn ich so sehe, was ich hier alles bekomme. Ich bräuchte mal, oder ich hätte ganz gern mal einen Flammenwerfer. Das wäre großartig. Ein Flammenwerfer. Wäre jetzt genau das, was ich bräuchte. Stattdessen kriege ich Steh-auf-Männchen. Okay, ich werfe 5 rein. Wie viel kriege ich denn raus? Das waren doch eben mehr. Jausa. Okay, also je mehr ich reinballer, desto mehr kriege ich raus. Ist halt auch die Frage, ob ich das rauskriege, was ich brauche. Und das sieht mir halt nicht danach aus aktuell. Habe ich noch einen Flammenwerfer? Nein. Aber dafür 16 Luftballons. Aber vielleicht ist es doch gar nicht so scheiße, dass ich hier keinen Flammenwerfer kriege. Aber mit dem hätte ich wahrscheinlich eh wieder mehr Unfug gemacht, als dass er mir was gebracht hätte. Denn eigentlich wäre mir eine analoge Hitzequelle tatsächlich einiges lieber. An der Seite Königs gegen Dämonenkönigreich Hyrule bewahren, so weise geheißen. Ich würde ihn wie folgt interpretieren. An der Seite des Königs stritten sie gegen den Dämonenkönig, um das Reich Hyrule zu bewahren. So wurden sie denn die Weisen geheißen. Alright. So, jetzt muss ich mich halt wirklich auf den Fußmarsch begeben. Eigentlich auch schon wieder eine halbe Filler-Folge, aber eigentlich auch nicht. Wenn ich jetzt hier links rumgehe.
Das ist doch definitiv hier. Ich bin gerade so verwirrt. Das ist doch hier. Was ist das denn? Ey, ohne Witz, ne? Also ich habe so gerade das Gefühl, als wäre mir, als würde mir gerade irgendwas entgehen. Ach du liebes Lieschen. Der will sich einfach nicht umdrehen. Laserkeule. Geil, die will ich haben. Wait a minute. Dafür muss ich irgendwas entsorgen. Keine Ahnung. Pass mal auf. Aber eine Laserkeule will ich haben. Ui! Okay, da muss ich doch mal was machen. So. Holla, die Waldfee. Da drückt mir aber einer den Stiefel. Okay, 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 cool, 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 cool. Uff, kurz vergessen, welche Taste ich drücken muss. Wasserfrucht. Mmh, lecker. Bin so ein abgöttischer Fan von... zum Beispiel Wassermelone bin. Tatsächlich aber nicht mal dieser, der Geschmack, sondern eher so diese Konsistenz. So, das ist so...
Könnte geil sein. Ist aber auch komplett eigentlich... Hat keine vernünftige Grundlage. Ja, wow. Dankeschön. Ach, Spiel. Das war, glaube ich, nicht so smart. Laufen konnte. Bruder! Zora Kapitel 5. Die Geschichte der Zora-Rüstung. Ah, ich glaube, das ist aber das, was... Ist auch schon. Ja, das kennen wir seit Breath of the Wild. Also. Wenn euch das jetzt zu schnell war, weil ihr denkt so, hey, ich kenne das aber nicht, dann einfach kurz pausieren. Ih, was ist das hier für eine Scheiße? Ich glaube, die Zora brauchen mal eine Grundreinigung. Und endlich weiß ich den Namen auch wieder. Ich war mir nur tatsächlich null sicher wegen der Sonai. Und ich so, hä, aber die heißt doch nicht Sonai und dann Zora. Und Sonai. Kannst mir nicht entkommen. Kurz mal eben verschlucken an der eigenen Spucke. Eieiei. Mehr Batterien, ich brauche mehr alles. Ausgebrochen. Der hält auch überall das Schild. Richtiger Schildhalter.
ekelhafte Pissscheiße, die hier überall rumliegt. Piss aus meinem Arsch. So, was ist hier los? Ich glaube, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge genauer an. Ich mache jetzt mit euch noch schnell da unten den Tempel. Dorf der Zora. Ja, ich mache jetzt mit euch noch hier schnell den Tempel und dann... Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken mal, was hier so abgeht. Weil das scheint mir ja schon alles eher ein bisschen dreckig zu sein. Wasserkraft. Ich weiß nicht was, aber es ist rund und es könnte da drauf passen. Geht's dann final raus. Okay, die wollen uns britzeln. Das mache ich aber nicht mit, denn ich habe hier oben nämlich ein Holzbrett gesehen. Ja, sehr gut. Und das nehme ich einmal mit. Was ist das da unten? Du dachtest wohl, ich sehe dich nicht, ha? Haha! Habe ich aber. Großer Zauberstab. Sind wir mal ehrlich? Den habe ich bisher auch nicht einmal benutzt, ne? Ah, jetzt ist hier inzwischen die Energie leer. Yeah.
Das wird so schief gehen. Ich predikte jetzt schon mindestens einen Tod. Mindestens. Hallo, spring doch mal, du Vollidiot. Die Batterie eh wieder leer. Also, ich liebe das Game, ich liebe die Konsole, aber was gar nicht geht, ist sprinten und springen auf den komplett gegenüberliegenden Seiten. Also fight me. So, das ist ein Quatsch vorm Herrn. Weil wie willst du das denn vernünftig koordinieren? Tausende Generationen von Zelda-Spielern haben das auch hinbekommen. Ich hab verpeilt, dass ich ja kein Herz mehr habe. Ich bin so behindert, Mann. Digga, mir fehlt's doch auch irgendwo. Oh, man. Jetzt muss ich den Scheiß wieder machen, über den ich mich eigentlich aufgeregt habe. Oh, nein. Ja, gut. Dann gucken wir gleich mal, damit die Batterie möglichst lange hält. Dass wir alles schon mal mit rübernehmen. Wahrscheinlich werde ich trotzdem eine Gewisch bekommen, weil das Spiel sich einfach denkt, ja, GG. Aber Hauptsache, ich reg mich auf und verballer erstmal vier. Yeah.
So, jetzt erstmal was essen. Damit ich nicht nochmal verrecke. So, die Batterie noch einmal aufladen, dann zum Aufzug. Und das müsste jetzt eigentlich dann sein, ne? Ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder viel zu nah an der Kamera. Du sollst... Oh Gott, hoffentlich hatte ich jetzt noch genügend Saft, um da hochzukommen. Ich befürchte ja schon wieder fast nein. Schnell raus hier. Oh Gott. Was ist schon wieder nervenaufreibend hier. Oh yeah. Ein wunderschönes Bild. So. Dann sage ich jetzt mal für heute Wiener Tinov. Nee, für heute nicht. Wir sehen uns nachher um 3 wieder. Es ist immer um 3, wenn ich sage, wir sehen uns um 3 wieder. Wir sehen uns um 15 Uhr wieder, wenn ihr wollt. Aus dem Dorf der Zora. Und dann gucken wir mal, warum hier die ganze Zeit irgend so eine Scheiße runterfällt. Auf die wir irgendwie gefühlt, wenn wir ehrlich sind, so gar keinen Bock haben. Weil wenn ich jetzt hier Mario rufen muss, damit hier jemand wegklempnet, dann wird es das krasseste Crossover seit Endgame. So, ich habe übrigens heute, glaube ich, noch nicht einmal gespeichert. Cool. Ja, Dankeschön fürs Einschalten. Ich bin Jesse Neven, das war Tears of the Kingdom. Und wir sehen uns in ein paar Stunden wieder, wenn ihr wollt. Haut rein. Tschüss.